Wusstest du, dass es graue Haare eigentlich gar nicht gibt? Schauen wir doch einmal genauer hin. Einzelne Haare sind farblos und sehen weiß aus. Sie mischen sich mit der natürlichen Haarfarbe und das Haar wirkt grau. Aber warum wird das Haar farblos und weiß? Die Ursache liegt an der Haarwurzel. In den Pigmentzellen entsteht der Farbstoff Melanin, der die individuelle Haarfarbe bestimmt. Dominiert die Pigmentart Eumelanin, ist die Haarfarbe dunkel. Überwiegt Pheomelanin, sind die Haare rötlich. Mit der Zeit stellt der Körper die Melaninproduktion ein. Anstelle von Melanin sind Lufteinschlüsse im Haar. Daher wächst das Haar farblos nach. Es wirkt optisch weiß und glasig. Grund dafür ist ein Nebenprodukt des Stoffwechsels, Wasserstoffperoxid. Es bildet sich in der Nähe der Haarwurzel, wird jedoch von bestimmten Enzymen wieder abgebaut. Wenn wir älter werden, haben wir weniger solcher Enzyme. Und es sammelt sich mehr Wasserstoffperoxid an. Das blockiert die Bildung des Farbstoffs Melanin. Die Ursache dafür ist vor allem genetisch bedingt. Aber auch äußere Faktoren wie Stress oder Rauchen können eine Rolle spielen. Es bilden sich dann nicht nur weniger Farbpigmente. Auch andere Stoffwechselprozesse im Haar sind eingeschränkt. Die Folge ist meistens auch eine allgemeine Verschlechterung der Haarqualität. Das Anti-Gray-Elixier wirkt diesen Prozessen entgegen. Es repigmentiert die Haare, schützt vor weiterem Ergrauen und hält so den natürlichen Alterungsprozess auf. Der Wirkkomplex im Anti-Gray-Elixier ist ein echtes Anti-Aging-Wunder und wirkt auf drei Weisen. Kerzenstrauchextrakt verhindert die Entstehung von Wasserstoffperoxid an der Haarwurzel, reduziert den oxidativen Stress und wirkt so Alterungsprozessen in der Haarpapille entgegen. Zusätzlich aktiviert der Pigmentbooster die Pigmentzellen. Malachitextrakt versorgt außerdem die Haarwurzel und somit das Haar mit wichtigen Spurenelementen. Es fördert den Abbau von Wasserstoffperoxid und schützt das Haar vor Umwelteinflüssen und den Auswirkungen von Stress. Das Haar bekommt seine jugendliche Ausstrahlung in der Naturhaarfarbe zurück.